Leute, es ist soweit. Heute sind wir dran. Unser erstes Spiel in der Bundesliga-Saison 2018-2019 zu Hause gegen Hannover 96. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf wie Bolle. Ich bin nachher auf jeden Fall in der Westkurve dabei. Leider hat es mit einer Ostkurvenkarte nicht geklappt, aber trotzdem egal. Hauptsache dabei, wenn wir Hannover weghauen. Ich freue mich drauf. Wird mit dir ein mächtig geiles Spiel. Das Stadion ist komplett ausverkauft. Und es ist schon richtig geil. Es ist richtig geil. Ich freue mich drauf. Und wie will ich das Spiel angehen? Ich bin überzeugt, dass wir gegen Hannover gewinnen. Also wir haben so eine gute Mannschaft. Wir sind manchmal so gut aufgestellt. Das werden wir machen. Wir werden Hannover weghauen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf. So. Wie will ich das aber angehen, das Spiel? Ich werde gar nicht mal so viel fallen. Ich werde eigentlich nicht großartig was dran ändern, an dem, wie wir in Worms aufgetreten sind. Ich würde es mit einem 4-3-3 machen. Hinten natürlich, klare Sache, im Tor, hier Stefan Denker, dann die Viererkette, Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, Milos Veljkovic und Theo Gebisselassie. Drei Mann im Mittelfeld mit Philipp Bargfrede, Maxi Eggestein und Davy Klaassen. Und vorne das Dreiergestirn. Julia Osako, Florian Kainz, der hat sich den Start-Einsatz wirklich komplett verdient, je nachdem, wie der Mann in Worms aufgezogen hat. Das war ja wirklich großartig. Und ganz vorne natürlich unser Capitano, Max Kruse. Wirklich, ich freue mich einfach richtig, richtig drauf. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, wir hauen Hannover heute weg. So, und es sind auch. Wollen wir mich auch sehr freuen. Es ist wieder Grüße da. Und dann wollen wir mal loslegen mit euren Grüßen. So. Und zwar, Jens Werder grüßt Paul Tonnen, der zum Termin kommen soll. Dubevex 17 grüßt Mike Hock, den alten Schlawiner. Toshi grüßt Pippe, den kleinen Dicksack. Paul Tonnen grüßt Jens Werder und Enemy, die Arztlachs. Mal gucken, dann scrollen wir mal ein Stück weit nach oben. Yo! Leifühne hat auch noch jemanden zu grüßen. Ja, da haben wir ihn doch hier. Ja. Leifühne grüßt seinen Freund Walde und den guten Fino, der ein größerer Chancentod als Mario Gomez ist. Wie soll das denn gehen? Ein größerer Chancentod als den sogenannten ehemaligen Super Mario von Stuttgart. Ach, wie soll das denn gehen? Naja, egal. Moment, Super Mario, ja, da war ja noch der andere hier, der Basler. Ach, das war ja genauso ein Chancentod. Egal! Gut. Alice Hirsch grüßt Maxi Quavena und Jonas Klaus, die St. Pauli Ultra. Sondern noch ein bisschen. Na gut, das ging ja richtig gut ab hier die letzten Tage. Und die Macht am Rhein 1904 grüßt mich, weil er gerne mit mir ein Video machen möchte. Das können wir gerne bewerkstelligen, die Macht am Rhein. Also ich bin heute auf jeden Fall im Weserstadion. Ich bin nachher da, vielleicht sieht man sich dann, ja. Und ich mache natürlich auch ein Video mit dem Tulli wieder. Könnt ihr gerne reinschauen. Wird sicherlich wieder sehr geil werden. Das machen wir dann in der Regel vor dem Spiel und ja, das wird dann morgen natürlich wieder hochgeladen werden. Ich kann das leider nicht live machen, aber trotzdem, freut mich schon mal drauf, wird natürlich wieder sehr interessant. Der Junge hat richtig viel drauf hat richtig was Gutes an Daten im Hirn und er ist einfach ein feiner Kerl. Ich freue mich sehr drauf. So, Grüße, vielen Dank dafür. Und wenn ihr nochmal wieder Grüße habt, ich werde das Video auch nachher mit auch bei Facebook hochladen, dann nur rein damit. Dann könnt ihr immer wieder rein. Und ja, und wenn ihr Grüße habt, einfach unten ins Kommentarfeld schreiben und dann werde ich die im jeweils nächsten Video weitergeben. So, und das war's auch wieder von mir. Ich werde mich dann auch so allmählich mal gleich auf den Weg machen. Jetzt haben wir es genau 12. Und ja, bis dann, vielleicht sieht man sich dann nachher auch, wird mich davon. Ach, übrigens, nicht zu vergessen, richtig, ich habe mein Trainertischchen wieder. Ja, wollen wir nochmal gucken, was haben wir denn hier so alles, nicht? Für all diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. 33 Becher, alles Einzelstücke, hat sich übrigens auch ein bisschen was geändert bei mir, ja.
Und zwar, was die Teddys angeht, einmal war mir das letzte Mal auch schon so, ein zweites Entchen, das habe ich gewonnen beim, das war für mich ein Trostpreis gewesen sozusagen, nee, das war mein Glücksbringer beim letzten Game of the Entenrennen, übrigens für eine gute Sache, und das war einmal ein Bandmaskottchen für mich, einer den hat, oder ein Bandgeschenk, das haben wir gekriegt bei unserem Abschiedskonzert sozusagen. Ja, ich habe auch lange Zeit in der Band gespielt, ich bin Keyboarder. So. 33 Becher, als einzelne Stücke, mein Teddy, mein Brummi ist wieder hier. Ja, der Gartenzwerg, der faule Sack hier auch, ne? Hier mein Quarkfrosch da, ne? Anderen Bärchen. Quietschi ist da. Farb ist das, ne? Ja. Meine beiden Enten hier. Mein Frosch. Ja, meine ganzen Wäldermaskottchen hier. Na, nicht, dass ich das umhaue. So. Ja, alles klar. Na. Schweinchen natürlich auch. So, haben wir. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Gedöns hier. Meine beiden Werdergläser. Das Boro-Glas ist da. Der Werder Bremen Schnapskrug. Werder Trinkflasche. Meine Werder Bremen Kaffeetasse. Hier von Baumi unterschrieben. Und dann habe ich hier noch den Werder Bremen Schlüsselanhänger. Ein paar Buttons. Meine Schals, zwei da und drei da und das Ganze auf einer wunderschönen grün-weißen Tischdecke ausgebreitet. Wunderbar. So. Und das war's auch jetzt bitte mal wieder von mir. Ich mache mir dann auch gleich, jetzt haben wir es genau 12:02 Uhr und ich mache mir dann auch gleich mal auf die Hinterhofe. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielleicht sieht man sich dann nachher ja. Und bis dann erlebt, dann grün-weiß und wie schon gesagt, Grüße immer rein ins Kommentarfeld, sowohl hier, könnt ihr sowohl bei YouTube machen, als auch bei Facebook. Und die Grüße werden dann im nächsten Video und morgen will ich auf jeden Fall auf das heutige Spiel nochmal richtig drauf eingehen. Übrigens, nicht zu vergessen, kommt heute pünktlich an, denn es wird voll in Bremen. Heute ist auch der Christopher Street Day. Ich habe vorhin im Radio gehört, es werden so einige 6.000 Teilnehmer erwartet. Also es dürfte einiges los sein. Also pünktlich erscheint, ist dringend angeraten. So, aber das war's auch jetzt. Ich mache jetzt auch gleich auf die Hinterhufe und wünsche euch dann mal, ja, jetzt noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir dich dann nachher und nicht vergessen, lebt lang grün, weiß, lebt lang Werder Bremen. Bis dann, ciao, ciao.